Damit kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt und das ist die Einwohnerfragestunde. Ich würde die acht ausgewählten Fragenden jeweils aufrufen, hier nach vorne bitten, ihre Frage zu formulieren und wir würden dann im Anschluss an die Beantwortung hier in unserer Dreierrunde kommen. Ich darf zunächst nach vorne bitten, als ersten Fragenden Herrn Frank Eichler. Ist Herr Frank Eichler im Raum? Wenn das nicht der Fall ist, dann kann er natürlich schwer seine Frage mündlich vortragen und wir würden die Frage schriftlich ihm beantworten, wie ich das schon eingangs gesagt hatte, was für alle natürlich gilt. Ich darf als nächstes aufrufen, ist Sascha Naumann im Raum? Auch nicht. Dann kann ich natürlich auch diese Frage hier nicht mündlich stellen lassen und beantworten lassen. Dann müssten wir das auch schriftlich beantworten. Als nächstes ist Frau Luise Hummel-Schröter. Bitte schön, Frau Hummel-Schröter, kommen Sie nach vorne und stellen Ihre Frage. Machen Sie von hier vorne, da sind Sie auch schön, hier bei hier, dann sind Sie auch im Livestream wunderbar zu sehen. An der Seite sieht man Sie nicht oder schlecht, nur von Ihnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilmert, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, ich freue mich, heute meine Frage stellen zu können. Im Sommer brannte 30 Kilometer von hier Sachsens einziger Nationalpark. Fast ganz Ostdeutschland und Mitteldeutschland war durch Hitze und Dürre vertrocknet. Wir sehen inzwischen auch hier, Klimaschutz duldet keinen Aufschub. Gleichzeitig merken wir dieses Jahr an anderer Stelle, wie wichtig es ist, unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden, jetzt und in Zukunft. Es gibt keine Garantie mehr für billige fossile Energie. Hier meine Frage. Wie steht es um die am 30. Januar 2020, also vor fast drei Jahren, beschlossene grundlegende Überarbeitung von Dresdens Klimaschutzkonzept? Es gab ja nun sowieso schon erhebliche Verzögerungen im Prozess und es sollten neue Ausschreibungen erfolgen. Wann ist mit weiteren Beteiligungen und am Ende mit einer Beschlussvorlage zu rechnen? Wie wirkt sich die aktuelle beigeordnete Situation auf den Prozess aus? Die Beantwortung Ihrer Frage übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Schröter-Hummel, der Prozess der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts wurde nach den gemachten Erfahrungen mit dem Generalauftragnehmer, von dem sich die Landeshauptstadt Dresden mittlerweile getrennt hat, neu ausgerichtet. Es werden jetzt Fachstudien und Untersuchungen als Grundlage für das Klimakonzept einzeln beauftragt und vom Klimaschutzstab selbst in ein Gesamtkonzept gegossen. Grundlegende Fachstudie fürs IEC ist die Potenzialstudie zur lokalen regenerativen Energieversorgung auf der Ebene der Gebäude. Für deren Erstellung ist ein Auftragnehmer gefunden. Und im Bereich dieser Studie sollen eben eine umfangreiche Datengrundlage geschaffen werden für den Dresdner Gebäudebestand und die Potenziale zur Versorgung mit regenerativen Energien. Ziel ist es ja schließlich, den Gebäudebestand, und das ist einer, der noch sehr großen CO2-Footprint hat, möglichst hinsichtlich der Versorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, um das Ziel Klimaneutralität zu erreichen. Es gibt ja, wie Sie wissen, eine Beteiligung verschiedener Gremien und Gruppen im Rahmen der Fortschreibung des IEC. Der Wissenschaftliche Beirat hat im Sommer getagt, am 13. Juli. Es gibt auch eine Verwaltungsarbeitsgruppe, die sich zuletzt Ende September getroffen hat. Und es ist so, dass wir gerade die Ausschreibung beenden für die Potenzialstudie zur lokalen regenerativen Energieversorgung auf Gebäudeebene, wie ich schon sagte, das endet jetzt und da soll ein entsprechender Auftragnehmer gebunden werden und die Ergebnisse dieser Studie, die ja wesentlich ist, wie ich gesagt habe, für den Gesamtprozess,
soll dann dem runden Tisch Anfang Februar vorgelegt werden und die Ergebnisse dann entsprechend dort diskutiert werden. Was wichtig ist, um es auf den Punkt zu bringen, die Beschlussvorlage für die Schrottschreibung des IEC, die soll noch Ende 23 sozusagen in die interne Verwaltungsabstimmung gebracht werden, sodass vom Gremienlauf her vorgesehen ist, dass dieser Stadtrat, der seine Legislatur bis Sommer 2024 hat, dann diskutieren kann und die IEC dann auch beschließen kann. Im Moment hat die beigeordneten Situationen keine nachteiligen Auswirkungen auf den Prozess dahingehend, dass ich den Geschäftsbereich Umwelt- und Kommunalwirtschaft vertrete und mich auch gerade dieser Tage nochmal hinsichtlich des aktuellen Arbeitsstandes informieren lassen habe. Das werde ich auch fortwährend tun. In der Tat, der Zeitplan ist sportlich, aber das Ziel muss es ja sein, auch hinsichtlich der Aufgabe, die sich ja hinter dem Konzept verbirgt, das ist ja nicht nur ein Konzept machen, sondern es geht ja darum, das umzusetzen, ist sportlich und da ist, können Sie sicher sein, dass es mir auch persönlich wichtig ist, dass wir diesen Zeitplan dann auch einhalten. Und insofern ist jetzt erstmal von der Situation durch die Bündelung der Organisationseinheiten, wie jetzt gerade durch die beschriebene Situation, nicht davon auszugehen, dass sich das auf die Einbringung der Beschlussvorlage verzögert, so denn alle Fachkonzepte entsprechend nicht nur beauftragt werden, sondern pünktlich abgeliefert werden, die Qualität haben, die dann für die Gesamtfortschreibung eben erforderlich sind. Ja, vielen Dank für die Antwort. Darf ich nochmal nachfragen? Also mit dem fertigen Konzept bis das Konzept beschlossen werden könnte, würde dann so Anfang 2024, Mitte... Was? Sie dürfen sich ja nie nervös machen lassen. Also genau, wenn ich sage Ende 2023 geht das in die verwaltungsinterne Abstimmung, dann heißt das ja, dass sozusagen alle Geschäftsbereiche nochmal über die Vorlage schauen, über alle Ämter und dann eben abschließend die Verwaltungsposition und dann eben die Vorlage in den Stadtrat geht. Das dauert in der Regel ein paar Wochen, aber wir binden natürlich jetzt auch in den Arbeitsprozess mehr Geschäftsbereiche ein. Also mein klassischer Geschäftsbereich 6 ist ja sowieso aufgrund des Themas Mobilität, das hat ja auch noch eine bringende Schuld, der Verkehrssektor, eingebunden, sodass sichergestellt werden soll, dass eben der jetzige Stadtrat, der ja auch das Konzept, die Fortschreibung in Auftrag gegeben ist, natürlich dann in die Lage versetzt wird, dann auch über das fertige Konzept zu entscheiden. Ja, vielen Dank für die Antwort. Mir ist es natürlich auch wichtig, dass da ein gutes Konzept rauskommt, also jetzt nicht nur, dass es schnell geht, aber 2024 ist natürlich noch ein ganzes Stück hin und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir müssen ja nicht warten, bis das Konzept fertig ist. Zentrale Schritte, was im Klimaschutz gemacht werden muss, sind ja schon bekannt und ich hoffe, dass da mit der Umsetzung schnell begonnen wird. Tun wir auch. So, dann darf ich als Nächsten aufrufen, Aniko Czonka ist da, ist nicht da. Dann müssen wir auch hier es schriftlich beantworten. Und als Nächstes darf ich fragen, ist Frau Birgit Seifert im Raum? Auch nicht da, Mensch. Dann gilt hier dasselbige. Mir signalisiert worden, dass anstelle die nächste Frage für Frau Dana Seifert, ich glaube, Herr Lill macht. Ist Herr Lill da? Bitte schön. Hallo, Herr Bürgermeister. Mein Name ist Alexander Lill und ich engagiere mich mit der Frau Dana Seifert jeden Freitag in der Initiative Gesundheitswesen steht auf und einer freie Impfentscheidung und eine gesunde Zukunft. Wir sind beide im Gesundheitswesen tätig und stellen Ihnen heute stellvertretend für Frau Seifert folgende Frage. Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen seit dem 15. März 2022 einen Immunitätsnachweis erbringen.
Impfung oder Genesenenstatus. Wegen hoher Krankenstände mussten kürzlich Praxen vorübergehend schließen und Personal klinikübergreifend aushelfen im städtischen Klinikum. Es wurden teilweise Operationen abgesagt. Unsere Frage dazu: Ist die medizinische Versorgung im Raum Dresden durch freiwilligen oder unfreiwilligen Personalabgang wegen der Corona-Impfung noch gefährdeter als bisher? Wie viele Tätigkeitsverbote sind 2022 in Dresden ausgesprochen worden? Wie viele Bußgeldbescheide wurden 2022 in Dresden im Zusammenhang mit der Nachweispflicht verhängt? Und wie viele Nachweispflichtige wurden trotz Nichterbringung aufgrund von Unabkömmlichkeit von einer Tätigkeitsverbot abgesehen? Was sind die Gründe dafür? Wer hat diese Gründe vorgebracht? Ja. Und wie viele Disziplinierverfahren wurden bisher öffentlichen Verwaltungen, speziell bei der Berufsfeuerwehr, eingeleitet? Danke. Die Beantwortung übernimmt stellvertretend Herr Bürgermeister Kühn. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, die Versorgungssituation in den von § 20a Infektionsschutzgesetz umfassten Einrichtungen kann natürlich durch die Landeshauptstadt Dresden nicht abschließend beantwortet werden. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich einige Beschäftigte in den genannten Einrichtungen und Unternehmen anderweitig beruflich orientiert haben und dies die ohnehin angespannten Situationen im medizinischen und pflegerischen Bereich noch verstärkt haben könnte. Dies deckt sich auch mit den Rückmeldungen in den Einrichtungen, die durch das Amt für Gesundheit und Prävention im Verwaltungsverfahren angehört wurden. Gegenstand der Anhörung war eine Bewertung durch die Einrichtungsleitung, ob eben bei Aussprache eines Tätigkeits- oder Vertretungsverbots für Beschäftigte ein relevanter Versorgungsengpass droht. Dies wurde von den Einrichtungsleitungen fast ausnahmslos bestätigt, was für eine angespannte personelle Situation in den Einrichtungen spricht. Das haben Sie ja de facto geschildert. In der Folge hat das Amt für Gesundheit und Prävention im Fall aller Anzeige eines Versorgungsengpasses von einem Tätigkeits- und Betretungsverbots abgesehen. Daher wurden bis dato keine Tätigkeits- und Betretungsverbote ausgesprochen. Auch Bußgelder wurden bis dato nicht im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verhängt. Auf das städtische Klinikum blickend ist es so, es wurden für die Beschäftigten des Klinikums seitens des Amts für Gesundheit und Prävention keine Tätigkeits- und Betretungsverbote ausgesprochen. Dies ist daher kein Bestandteil der derzeit hohen Ausfallquote. Allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit spielen hier dann doch eher jahreszeitlich gebundene Infektionskrankheiten, Grippe etc. eine größere Rolle. Die Ausfallquoten sind derzeit sogar doppelt so hoch wie im statistischen Mittel und dies über alle Dienstarten. Unsere Ausfallkonzepte sind daher stark in Anspruch genommen und werden überdehnt. Dies führt in der Tat in einzelnen Tagen und in einzelnen Bereichen immer wieder zu Leistungseinbußen. Dann hatten Sie nochmal hinsichtlich der Frage, wie wir mit als Dienstherr auftreten, also bei Anhaltspunkten für ein Dienstvergehen hat der Dienstherr ein Disziplinarverfahren nach § 17 einzuleiten. Hierzu ist die Einleitung, also hierzu besteht sozusagen für den Dienstherrn kein Ermessen. Also der Dienstherr hat sozusagen zwingend ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Dies ist in allen Fällen erfolgt, in denen Beamte betroffen waren. Zum Stand 30. Juni 2022 waren das 167 Disziplinarverfahren. Sämtliche Verfahren wurden nach § 22 Absatz 3 ausgesetzt. Soweit durch das Amt für Gesundheit und Prävention keine Sanktionen erfolgt, wird über den Fortgang der Disziplinarmaßnahmen entschieden, sobald feststeht, wann die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausläuft. Aktuell verdichten sich ja die Hinweise, dass der Gesundheitsminister sich gegen die Fortschreibung ausspricht. Gut, danke. Dann darf ich als nächstes Herrn Ronny Dietrich nach vorne bitten. Herr Ronny Dietrich, sind Sie? Sehe ich nicht.
Das ist der Herr Schäfer, der kommt als nächster dran. Herr Schäfer tritt den Herrn Dietrich. Nicht rechtzeitig geschafft, das kennen wir. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, ich grüße auch da hinten die FDP-Fraktion, die anscheinend an der Einwohnerfragestunde nur wenig Interesse zu haben scheint, aber es gibt wahrscheinlich Wichtigeres. Ich grüße auch die Presse, den Herrn Hein habe ich gesehen, den Herrn Baumann Hartwig und auch den Herrn, mache ich gleich, auch die wenigen Zuschauer im Raum und auch die Menschen im Livestream. Ich stelle also meine Frage stellvertretend für den Herrn Dietrich und lese tatsächlich genau das vor, was er gefragt hat. Wie hat sich der Wasserverbrauch in der Landeshauptstadt in den letzten 10 Jahren seit 2012 entwickelt? Bitte schlüsseln Sie nach Anteil der Großindustrie, Privathaushalte, städtische Grünanlagen, Kleingartenvereine in den einzelnen Jahren auf. Wenn der Verbrauch zugenommen hat, unter Frage 1, droht Dresden in absehbarer Zeit eine Trinkwasserknappheit? Bitte geben Sie in Ihrer Antwort eine Prognose ab, bis wann sich die Angaben mit Sicherheit bestimmen können. Unter Frage 2, was gedenken Sie zu unternehmen, damit den Bewohnern der Stadt ausreichend bezahlbares Wasser zur Verfügung steht? Bitte nennen Sie die Möglichkeiten. Unter Frage 3, wäre im Sommer noch genügend Wasser vorhanden, unsere städtischen Bäume so zu bewässern, damit sie die heißen Monate sicher überleben, beziehungsweise wird dies schon in ausreichender Menge getan? Und mit welchen Kosten ist das verbunden? Bitte schlüsseln Sie die Antwort in einer Größenordnung auf, in der man einen Rückschluss auf die Baumgröße und das Wasser je nach Hitzeperiode ziehen kann, zum Beispiel 10.000 Liter pro Jahr für eine 100 Jahre alte Eiche. Bei 5 Wochen über 30 Grad Tageshöchsttemperatur kostet so und so viele Euro je Fahrt oder Jahr. Das waren die Fragen vom Herrn Dietrich. Auch hier wird für die Verwaltung Herr Bürgermeister Kühn die Beantwortung übernehmen. Ja, sehr geehrter Herr Schäfer. Ja. Also, wir fangen mal bei den städtischen Grünanlagen an. Es gibt keine Statistik zum Wasserverbrauch zur Unterhaltung der städtischen Grünanlagen. Es wird natürlich an der Stelle sehr viel Brunnenwasser verwendet. Bei den Kleingartenvereinen hat die Landeshauptstadt auch keine Kenntnis zum Wasserverbrauch oder zur Wasserherkunft im Speziellen. Jeder Verein entscheidet ja selbst über seine Wasserversorgung und beantragt eben selbst gegebenenfalls Trinkwasseranschluss oder Brauchwasserbrunnen. Wir gehen aber davon aus, dass es natürlich eine Zunahme aufgrund der stärker auftretenden Hitzeperioden in den Sommern geben wird. Das heißt, die gegeben hat viel mehr seit 2012, das war ja Ihre Frage, also entspricht einen höheren Gießbedarf und auch die gärtnerische Nutzung der Kleingärten verändert sich, beziehungsweise auch die Freizeitbetätigung, Stichwort mobile Planschbecken und eben auch der Trend, stärker auch eigenes Obst und Gemüse anzubauen, was entsprechend natürlich den Wasserverbrauch steigt. Zu Großindustrie und Privathaushalten, da gibt es eine Statistik, die uns die Sachsenenergie AG übermittelt hat. Die lese ich jetzt nicht vor, die wird dann schriftlich beigefügt. Die ist, denke ich, auch ausschlussreich. Dann war ja Ihre erste Unterfrage ja die, ob Dresden in absehbarer Zeit eine Trinkwasserknappheit droht. Nach Aussagen des Versorgers Sachsenenergie AG droht derzeit keine Trinkwasserknappheit. Aktuell wird durch die Landeshauptstadt an einer neuen Wasserversorgungskonzeption gearbeitet, um eben die Versorgung mit Trinkwasser auch in Zukunft sichern zu können. Die Entwicklung des Verbrauchs sowie die Änderung der klimatischen Situation, heißere Sommer, trockene Sommer, müssen dabei selbstverständlich berücksichtigt werden. Im Moment ist es ja so, dass wir das Trinkwasser 60% aus den Talsperren, insbesondere Klingenberg, und 40% aus dem Uferfiltrat der Elbe gewinnen. Trotz steigender Wasserbedarfs kann und konnte aus diesen Quellen immer ausreichend Wasser bereitgestellt werden. Grundsätzlich muss bei diesem Thema beachtet werden, dass man von der zunehmenden Trockenheit keinen direkten Rückschluss auf die Trinkwasserversorgung im Dresdner Raum ziehen kann. Dies lässt sich gut erklären am Sommer 2020, wo es ein Verbot der Wasserentnahme zum Schutz von Ökosystemen wie Bächen und Flüssen gab. Die zweite Frage war, was wir als Landeshauptstadt unternehmen, um die Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend
Wasser zu versorgen, bezahlbaren Wasser. Eine wichtige Maßnahme ist die perspektivische Trennung von Trinkwasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger von der Versorgung der Industrie mit sogenannten Spezialprozesswasser, das gezielt für die Belange der Industrie aufbereitet wird. Hierzu geht es ja vor allen Dingen um die Halbleiterindustrie, die solches Spezialprozesswasser braucht und entsprechendes System aufbaut. Und dieses System wird natürlich mit dem weiteren geplanten Ausbau der Halbleiterproduktionskapazitäten am Standort Dresden, das ist ja auch öffentlich bekannt geworden, entsprechend steigen. Darüber hinaus investiert die Industrie natürlich selbst daran, an Kreislauf- und Wasserrecycling-Systemen, die sich wirtschaftlich auch lohnen. Die dritte Frage beschäftigt sich mit den städtischen Bäumen und wie man in den Hitzesommern mit denen umgeht. Auch diesen Sommer war ausreichend Wasser für die geplanten Wässerungsgänge vorhanden. Diese Wässerungsgänge oder Gießgänge erfolgen von Mai bis September. Allerdings kann die Stadt nicht alle Bäume wässern, das ist auch grundsätzlich gar nicht notwendig. Mit zunehmendem Alter reichen die Bäume durch das entsprechende Wurzelwachstum auf die natürlichen Wasserressourcen, also sprich das Grundwasser. Aus diesem Grund wässert die Landeshauptstadt nur Jungbäume bis maximal zum 15. Standjahr mit abnehmender Intensität. Es gibt dazu noch eine Statistik in der Form einer Tabelle, die kriegen Sie schriftlich nachgereicht. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, bei den Gießgängen wird ausschließlich Brunnenwasser verwendet, sodass eben keine Belastung für das Trinkwasserangebot entsteht. Eine Nachfrage. Ich würde gern konkret wissen, wie sich denn der Wasserverbrauch der Großindustrie entwickelt hat. Wir haben seit, ich weiß nicht, Ende der 90er Infineon, glaube ich, in Dresden. Bosch ist jetzt dazu gekommen. Infineon hat gesagt, sie bauen ihre Halbleiterindustrie mit, ich glaube, 5 Milliarden Euro aus. Also mich würde doch mal interessieren, wie sich denn der Anteil der Großindustrie in den letzten Jahren entwickelt hat. Das würde ich gern jetzt schon wissen. Also das müssen wir gegebenenfalls nachreichen. Einige Informationen sind auf der Tabelle, die man schlecht vorlesen kann. Im Zweifelsfall reichen wir diese Zahlen nach. Da müssen wir natürlich entsprechend den Versorger fragen. Die Zahlen habe ich natürlich nicht im Kopf. Da haben Sie sicherlich Verständnis für. Soweit zur Frage, die Sie stellvertretend für Herrn Ronny Dietrich gestellt haben. Jetzt kommen wir zu Ihnen selber. Herr Schäfer, bitteschön. Ja, liebe Stadträte, einige von Ihnen kennen mich schon. Ich habe zwischen 2011 und 2016 für den Sender Coloradio, den die Stadtverwaltung über den Kultur- und Jugendbereich fördert, 5 Jahre lang über diese Stadtratssitzungen berichtet. Ich kenne euch also alle ziemlich gut, auch wenn ihr mich nicht kennt. Ich würde sagen, ich bin also relativ im Bilde. Und ich habe mir überlegt, angesichts der Energiedebatte Fragen zur Energie zu stellen. Und die lauten wie folgt. Wie hat sich der Primär- bzw. Endenergiebedarf in Klammern inklusive Verkehr in Dresden seit 2015 entwickelt? Ich hob damit ab auf die Amtszeit, die letzte Amtszeit der Beigeordneten, unter anderem von Herrn Raoul Schmidt-Lamontaine und seinem Nachfolger Stefan Kühn und auch auf die Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen, die ja heute voraussichtlich nicht erneut gewählt wird. Zweite Frage, welchen Anteil an der Energieversorgung haben die einzelnen Energieträger, Gas, Heizöl, Kohle, Kraftstoffe und eben auch die erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, Biogas, Deponiegas, Klärgas, Wind, Wasser jeweils? Und die dritte Frage ist, wie hat sich der Anteil des von Haushalten bzw. der Großindustrie benötigten Wärme- und Strombedarfs entwickelt? Bitte schlüsseln Sie jeweils nach Jahren auf und nennen Sie bitte auch absolute Zahlen in Klammern in Megawattstunden. Also, fangen wir mal an, was Ihre Fragen angeht. Auch das ist natürlich eine Wust von Daten, die dann auch der schriftlichen Beantwortung vorgehalten werden soll. Aber ich sage mal die Hauptpunkte. Wir haben vorliegen als Landeshauptstadt Dresden Daten für den Endenergiebedarf von 2015 bis 2018. Und insofern war es in 2015, waren es 10,7 Millionen Megawattstunden in
2016 und 2017 waren es 11,2 bzw. 11,3 Millionen Megawattstunden und im Jahr 2018 ist es dann wieder gesunken auf 11,0 Millionen Megawattstunden, jetzt mal als Generalinformation. Was die Zusammensetzung der Energien angeht, können Sie das sehr gut auf der Seite, Internetseite der TREWAG entsprechend auch sich anschauen. Da sind die Kuchendiagramme entsprechend dargestellt. Wenn man betrachtet, also das beim Stromverbrauch und beim Gas, kann man es sagen, oder bei der Wärme, so muss man es richtigerweise sagen, Gas war schon in dem Bezug richtig als Hinweis, weil das fast ausschließlich als Erdgas stammt. Die Wärme wird zu 40% aus Erdgas erstellt direkt und indirekt über die Fernwärme, die 45% ausmacht, die ist auch fast ausschließlich Erdgas basiert. Die restlichen 15% verteilen sich dann auf Öl, auf Wärmepumpen, auf Holz und weitere Energieträger. Was die Zuordnung und die Entwicklung bei dem Thema Strombedarf angeht, was da von Haushalte angeht, was Gewerbe und Industrie angeht, habe ich eine schöne Tabelle von 15 bis 21 mit allen Zahlen da. Das ist runterzuraten, macht glaube ich nicht viel Sinn. Kriegen Sie in der schriftlichen Antwort mit beigefügt, sodass Sie das schön auseinanderhalten können nach Privatkunden und nach Industrie. Ich würde gerne noch kurz nachhaken, auch in Bezug auf die erste Einwohnerin, die hier Fragen gestellt hat, und auch in Bezug auf die Dissidentenfraktion, die kürzlich eine Aktuelle Stunde mit dem Titel, wenn ich mich recht entsinne, raus aus Putins Gas, Energiesicherheit mit erneuerbaren Energien wiederherstellen. Dazu möchte ich sagen, der Heiko Müller hatte freundlicherweise eine Anfrage gestellt und die Frau Jenigen hat ihm geantwortet, dass sich der Anteil der erneuerbaren Energien im Stadtgebiet bei rund 120 Gigawattstunden bewegt. Gas liefert 12.000 Gigawattstunden. Also die Erneuerbaren tragen im Moment im Stadtgebiet wohlgemerkt nur rund 1% da. Und da frage ich mich ganz ernsthaft, lieber Stadtrat, in der Aktuellen Stunde habt ihr da nicht wirklich drüber gesprochen. Ihr habt über Bundespolitik gesprochen. Also 1% machen die erneuerbaren Energien im Stadtgebiet aus. Ich frage also in mich, der Fragestunde dürfen Sie Fragen stellen, aber nicht ja, die Stadträte beschimpfen. Also ein Satz noch. Um Dresden mit Biogas zu versorgen, bräuchte es rund die 20-fache Fläche von Dresden. Ich halte das für unrealistisch. Vielleicht geht ihr noch mal in euch und überlegt, wie ihr das Problem tatsächlich angehen solltet. Vielen Dank. So, damit wäre der Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerfragestunde, beendet.